wiesert unsere Kanzlerin fortwährend und sprechpuppenartig, scheitert der Euro, dann scheitert Europa. Ein Satz, der einem richtig Angst macht, weil man gar nicht so recht weiß, was er bedeuten soll. Scheitert der Euro, dann scheitert Europa. Ich denke seit Monaten darüber nach. Ich muss Ihnen sagen, dieser Satz, also in seiner nebulösen Sinnhaftigkeit, steht er für mich inzwischen auf einer Ebene mit Sätzen wie nette Menschen trinken Kümmerling. Ja? Europa, ich will Europa, ich liebe Europa und trotzdem, ich möchte verzweifeln an Europa und gerade jetzt zum Beispiel. Der französische EU-Binnenkommissar Barnier zum Beispiel plant gerade die Privatisierung der öffentlichen Wasserversorgung in Europa zu erleichtern. Noch ist ja Wasser ein öffentliches Gut, ein Allgemeingut, aber das soll sich ändern. Ja? Die Konzerne stehen schon Schlange, es geht um ein Milliardengeschäft, um zweistellige Renditen, aber der Herr Barnier sagt, wir müssen keine Angst haben, dass das Wasser teurer oder schlechter wird, weil er sagt, der Markt wird es dann schon richten. Der Markt, hey, Wasser, Wasser ist Leben, Wasser ist ein Menschenrecht, Wasser ist ein öffentliches Eigentum und Eigentum verpflichtet, steht im deutschen Grundgesetz. Und der Gebrauch des Eigentums soll dem Wohl der Allgemeinheit dienen, steht auch im Grundgesetz. Und wenn das Wasser kein öffentliches Eigentum mehr ist, sondern in der Hand von irgendwelchen Aktiengesellschaften, dann dürfte man ja sehr gespannt sein, wem sich ein börsennotiertes Unternehmen am Ende mehr verpflichtet fühlt, dem Wohl der Allgemeinheit oder dem Wohl seiner Aktionäre und der Märkte. Und überhaupt, 80% der Europäer wollen keine private Wasserversorgung und trotzdem wollen sie Europa und keine Grenzen und keinen Krieg und keine scheiß Nazis, sondern sie wollen Frieden und Essen und Wasser und sie wollen das Wasser wieder lassen und sie wollen Arbeit und gute Arbeit und am Sonntag wollen die Europäer gemütlich in der Sonne sitzen und Dame spielen und ihre Vorurteile pflegen. Und hören Sie mal, wenn Europa scheitert, scheitert es vielleicht gar nicht am Euro und dann scheitert es vielleicht auch gar nicht daran, dass die Europäer keinen Bock mehr haben auf Europa, sondern wenn Europa scheitert, scheitert es vielleicht nur daran, dass die Europäer einfach keinen Bock mehr haben auf irgendwelche nicht demokratisch gewählten EU-Kommissare, die sich von irgendwelchen geldscheißenden Lobbyisten bei ihren Puffbesuchen in Brüssel einreden lassen, dass der Markt schon alles richten wird. Ja, jetzt. Wasser. Moment. Ich will Europa und ich finde Europa großartig und ich finde es großartig, dass es sowas gibt wie europäische Bürgerinitiativen. Und eine europäische Bürgerinitiative will jetzt genau das verhindern, nämlich die Privatisierung des Wassers. Und die brauchen bis zum Herbst 1 Million Stimmen. Und dann ist es noch nicht verhindert, aber dann muss sich die Kommission neu damit beschäftigen. Und jetzt wollte ich die Internetadresse dieser europäischen Bürgerinitiative hier unten am Bildschirmrand einblenden. Nein, haben die Juristen im Hause gesagt, die seriösen öffentlich-rechtlichen Sender dürfen leider keine privaten oder fremden Internetadressen einblenden. Das ist keine Zensur und kein böser Wille, da gibt es halt Gesetze. Aber für mich kein Problem, weil es ja bei den seriösen öffentlich-rechtlichen Sendern überhaupt kein Problem ist, irgendwelche Autos ins Bild zu stellen, ist nun auch dieses Problem gelöst. So. Prost! Aufs Wasser!